Leute und herzlich willkommen zu diesem FMA. So Leute, wenn es jetzt gerade nicht so scharf stellt. Diesmal ist es ein FMA mit einem der Schulpferden, die im Moment ein paar Tage lang krank waren. Also eins davon. Ein paar Tage lang krank war. Und ja, ich muss halt wieder einschalten. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Ja, also diese zwei Pferde. Also das eine Pferd, also waren beide krank, aber ich reite nur eins. Heißt Max. Ja, er ist etwas, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen frech manchmal, aber ansonsten ist er mega lieb. Und ja, also der ist nur frech, wenn er halt wieder eingeritten wird, nachdem er krank war. Und ja, also der ist jetzt mega gesund, der Tierarzt war auch gestern und vorgestern wieder da. Und er hat gesagt, dass wir ihn wieder reiten dürfen. Jetzt ruhig ihn erstmal. Ja, also vor ein paar Wochen habe ich ihn auch schon longiert. Angefangen hat ihn so zu longieren. Halt immer ein bisschen Trab und Schritt und dann halt irgendwann mal auch Galopp. Und gestern war das jetzt da und hat gesagt, dass man ihn heute auch schon reiten darf. Ja, jetzt bringe ich ihn erstmal raus. Ich hoffe, er läuft heute, weil ein paar Tage lang, nachdem ich ihn dann longiert habe, ist er dann überhaupt nicht mehr gelaufen. Er konnte nicht mehr. Da irgendwie die Krankheit zurückgekratzt oder so. Und, also, es war nichts Schlimmes. Er hatte nur Fieber ein bisschen, ganz bisschen. Und, ja. Also, mal schauen, ob er heute wirklich läuft. Es kann sein, dass er heute buckelt. Ich weiß es nicht. Sonst buckelt er eigentlich nie. Aber halt, wenn er Schmerzen hat, glaube ich, versteht ihr ihn. Nämlich, er hatte auch eine Verletzung am Fuß. Und das ist nichts schlimm, nichts, nicht Ernstes. Also, es ist mega ernst und, ja. Maxi, komm her. Maxi. Der kommt jetzt einfach mal von selbst, weil ich kann ihn einfach nicht ziehen, er ist zu schwer. Also im Moment macht er auch ganz gut mit, also bleibt nicht stehen, nichts. Ich glaube, dass auch nichts mehr ist. Hoffe ich zumindest. Ja, also bitte nicht wundern, wieso hier keine Pferde stehen. Aber es ist halt so, dass da im Moment bei uns mega kalt ist und deshalb. Ja, also ich gehe ihn jetzt erstmal putzen. Dazu hole ich erstmal die Putzsachen. Ich putze ihn heute nicht allzu großartig. Hallo Isa. Gut. Wir waren kaum noch durch. Hier ist irgendwie alles versperrt. Also mega schmutzig. Hier müsste ich hier wieder mal ausräumen. So. Gott, oh Gott. Also ich mache heute nichts Großartiges beim Putzen. Ich putze nur ein bisschen kurz drüber und ja. Also erstmal gehe ich mit dem Stiegel drüber. Maxi hat, glaube ich, immer noch Wasser am Bein. Also der kann, da steht irgendwie nicht mehr richtig, wenn man putzt. Also der, wie ihr sehen könnt, er bewegt sich schon die ganze Zeit. Auf der anderen Seite habe ich auch schon geputzt, aber das wurde, habe ich dann halt nicht gefilmt. So, ich habe ihn geputzt. Ihr seht schon, das Wetter hat sich schlagartig verändert. Das ist jetzt mega schlimm, aber okay. Und ja, also ich gehe jetzt mal den Sattel holen. Ja, ich nehme jetzt dieses Mal den etwas wärmeren Sattel. Und nein, dieser Sattel ist sogar viel leichter. Diese Schabracke ist leichter für die Pferde als die andere, wer es sich jetzt denkt. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja, also der Sattel ist neu, also die Schabracke ist neu. Ja, perfekt für den Winter. Es ist zwar noch kein Winter, aber es ist schon mega kalt. Jetzt hole ich noch den Sattel. Ja, Gamaschen nehmen wir für ihn gar nicht. Aus dem Grund, dass er allergisch gegen Gamaschen ist. Er braucht nämlich extra welche, also nämlich die Gamaschen, die wir halt bestellen, das sind günstigere, billigere und ich weiß zwar nicht, was da drin ist, aber er ist allergisch dagegen, genauso wie gegen die Bandagen. Ich verstehe es auch nicht, aber es geht ja alles heutzutage und ja, deshalb bestellen wir immer neue und die sind im Moment immer noch auf dem Weg, denn das haben wir erst vor ein paar Tagen gemerkt, da wir die günstigen,
günstiger und erst seit ein paar Wochen kaufen. Ja, deshalb benutze ich das jetzt nicht. Und ja, jetzt hole ich doch schnell die Trense. So, ich bin fertig. Man sieht schon, die Farben passen nicht ganz gut, aber wir haben halt die anderen auch bestellt und die kommen erst noch. Aber das FMA wollte ich halt mal heute drehen. Ja, dann fülle ich ihn erstmal in die Halle. Beziehungsweise ich setze mich jetzt gleich drauf. Ah, stimmt, ich muss mal schnell was holen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich sitze auf so einem hübschen Sitzkissen. Extra so hast du den Wärmer sozusagen, wenn es halt kalt ist. Ich habe mir auch den Schal angezogen, weil mir ist wirklich kalt geworden und ja. Also er läuft mega gut im Moment, wie man sehen kann. Hallo Mama! Hallo! Da ist meine Mutter, Samira. Und wir weiter. So, ich schaue jetzt mal, in welche Halle ich darf. Hi Lea. Hi. Darf ich rein? Nicht so günstig. Ich wollte sie noch gleich frei laufen lassen, aber das ist nicht zugesperrt. Ja, ich mach das dann schon. Achso, okay. Also soll ich da auf die obere? Oder brauchst du sie? Nein, nein, passt schon. Du kannst auf die obere. Okay. Ja. Halt doch mal an! Haltet im Moment sehr schlecht. Bitte versteht mich, er reagiert sonst immer auf Stimme, beziehungsweise auch auf Hilfen. Diesmal hat er aber gar nicht reagiert. Ich verstehe nicht, was mit ihm los ist, aber okay. Weiter, mein Junge. Also ich weiß nicht, was er heute hat. Oh, hey, 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 hey. Oh. Wie es aussieht, hat er sich noch nicht genug. Aua, tut das weh. Maxi. Bin ja nicht so gut. Ja, jetzt bin ich hinter der Kamera. Lauf mit. Wie es aussieht, hat sich Max noch nicht genügend erholt. Meine Mutter bringt ihn gerade wieder zum Anbindeplatz. So. Ja, also meine Mutter hat auch gerade eben die Tierärztin angerufen und sie hat gesagt, dass ich Max logieren soll mal wieder. Also jetzt sofort einfach weitermachen, auch wenn er sich abgeschmissen hat und keine Lust mehr hat. Soll ich ihn jetzt einfach logieren? Um zu schauen, ob er vielleicht doch noch Fußprobleme hat beim Galopp oder beim Trab. Also beim Trab. Ich sag's immer so gerne. Ja, und ich sattel ihn jetzt erstmal ab. Und dann schauen wir halt mal weiter. Und vielleicht hat er wirklich keine Schmerzen mehr. Oder hat mich einfach nur aus keine Lust mehr abgeschmissen. Obwohl es nicht Max-typisch ist. Ja, also ich habe ihn gerade fertig gemacht zum Logieren. Also ich werde ihn nicht longieren, sondern meine Mutter, denn ich darf doch nicht longieren, wie ihr wisst. Ich bin noch minderjährig, aber naja. Aber wir haben noch eine neue Hypothese. Und zwar kann es sein, dass er die neue Schabracke nicht mag. Beziehungsweise, dass er auf sie wahrscheinlich auch allergisch ist, nur dass das mega wahrscheinlich nicht sein wird. Das wissen wir noch nicht. Die zeigen wir nämlich morgen, sobald die Tierärztin kommt. Der Tierärztin. Ja, also... Ich verstehe nicht, was Max hat, der ist sonst nie so, aber naja. Also auf jeden Fall, meine Mutter logiert ihn jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, im Moment warten wir gerade darauf, bis sie wieder, halt, bis meine Mutter kommt, mit den Logier-Sachen. Oh Gott, sorry, Kamera abgebrochen. Ja, wir warten gerade darauf. Ja, bis Lia außerdem wieder aus der Halle kommt. Und shit, fein Mausi. Okay, ihr könnt die Halle jetzt haben. Nein. Okay,
Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir haben die ja eigentlich aus der Halle bekommen, beziehungsweise Coco, sie war nämlich dann schuld. Sie wälzt sich jetzt in der anderen Halle und ja, dann schauen wir mal zu, wie meine Mutter den Max marschiert. Schritt, Max. Also da hat er keine Probleme. Max aus, nach außen. Max. Hier ab. Hat Probleme im Trab, wie es aussieht. Beziehungsweise kann sich auch nur so hin so machen. Also Schauspielern, aber ich weiß es nicht. Er trabt nicht, er trabt nicht. Galopp. Max. Ja. Ja. Ihr wisst schon, ich habe Max gerade von da hinten geholt, aber jetzt mussten wir hier hinstellen. Mama hat gerade wieder die Tierärztin angerufen und da es halt noch schlimmer wurde mit Max, ist die Tierärztin halt sofort gekommen und ja, sie hat gesagt, dass Max sein Knöchel verstaucht hat. Wir wissen aber noch nicht, wie es passiert ist. Also zumindest ich weiß noch nicht. Meine Mutter redet gerade noch mit ihr. Wir stehen da hinten. Darf aber die Tierärztin nicht filmen, hat sie gesagt. Ja. Und dadurch können wir Max jetzt für ein paar Wochen nicht mehr reiten. Hier stand früher Nadal, unser Austauschpferd. Hier steht sie jetzt. Oh. Da, mit der Londina. Sind verwandt. Ja, also Max hat sich den Knöchel verstaucht. Ja, sie hat gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, aber naja, Max sieht nicht besonders nach Knöchel verstaucht aus. Er läuft noch wirklich gut, wenn man ihn ein bisschen treibt, aber schon mit ein paar Problemchen. Er bekommt jetzt auch Futter extra dagegen, weil er hat jetzt Schnupfen und dagegen bekommt er noch ein bisschen Futter. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat das FMA gefallen, auch wenn es ein bisschen komisch war. Gebt dem FMA einen Daumen hoch und schreibt vielleicht das in die Kommentare bzw. abonniert. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder und vielleicht geht Max schon nach ein paar Wochen besser. Das wissen wir leider noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr bis zu Ende gesehen habt, stellt Hashtag Ende. Und ja, das war's. Bye. Ich sag tschüss, Max. Ja, das ist typisch. Hey, Futter. Futter rollt.